Der Himmel ist noch etwas trüb, der Gustl ist noch nicht perfekt sauber, aber beides wird sich im Laufe des Tages ändern. Ja, genau so ist es. Denn wir stehen jetzt hier vor der Firma in Elchingen. Von Gerzeider, Nanoversiegelung, jawohl, in Elchingen-Illingen. Genau, wir haben jetzt hier die Nacht ruhig verbracht und jetzt geht es dann gleich los und unser Gustl bekommt eine Keramikversiegelung. Und wir werden euch zeigen, was es damit auf sich hat, wie das Ganze angewendet wird und welche Vor- und Nachteile man damit zu erwarten hat. Mhm. Genau so. Wir sind selber gespannt. Ja, auf jeden Fall. Hast du heute Nacht gut geschlafen? Ja. In so einem Dreck hast du geschlafen?
Sei froh, dass du nicht da oben gewesen bist. Da hätte ich gesehen, was für Dreck das ist. Da hätte ich sich normalerweise kein Auge zugemacht. Ja, ich sehe ja, was auf dem Boden liegt. Also das ist ja krass. Zumal letzte Woche das Auto gewaschen wurde. Professionell, ja? Also nicht schlecht, ja. Während der Reinigung braucht man sich nicht zu langweilen. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich angenehm zu beschäftigen. Wer gerne bei der Reinigung zuschauen möchte, kann dies gerne tun. Es steht aber auch ein Aufenthaltsraum mit WLAN und Zeitschriften zur Verfügung. Für Unterhaltung sorgt aber auch der Firmenhund Joey, der immer einsatzbereit für potenzielle Spielpartner ist. Man kann aber auch, so wie wir es getan haben, von allem etwas tun und bei gutem Wetter zu Fuß oder mit dem Rad am Rhein die Gegend erkunden. So, also wir sind jetzt beim Gerd Seider hier und das ist die Firma nanoveredelung.com. Jawohl. Und der Gerd Seider ist der Franchise-Nehmer vom Raum Karlsruhe. Genau. Ja, ist aber eine eigene Firma und ihr versiegelt zum großen Teil Wohnmobile, aber nicht ausschließlich. Nein. Es gibt da vieles zu machen. Kannst du vielleicht einmal kurz berichten, was alles versiegelt werden kann? Also der Großteil, wo wir hier machen, das sind Wohnmobile, Wohnwege, das ist richtig. Es kommen aber auch Pkw, Fahrräder, Motorräder, wenn auch schon Motorboot macht. Also wir können praktisch alles versiegeln, was auf der Straße fährt. Versiegelung heißt, es wird eine Schicht aufgetragen, ja, und dadurch perlt das Wasser ab, ähnlich dieser Lotusblüne, dieser bekannten. Genau, so ist das. Die Fahrzeuge werden bei uns praktisch alle gereinigt, dass sie alle picobello sauber sind. Und dann kommt der Glaskeramikversiegelung mit der Härtegrad 9H, das ist das härteste, was es auf dem Markt gibt, drauf. Da muss die Versiegelung 12 Stunden aushärten und dann ist das Fahrzeug fertig und dann kann der Kunde wieder am nächsten Tag weiterfahren. Jetzt habe ich mir so eine Nano-Versiegelung mal machen lassen, und zwar nachdem wir die Frontscheibe haben ausbessern lassen, wurde mir das verkauft. Und dann hat es geheißen, das hält 1-2 Jahre allerdings nur. Und ich brauche dann de facto keinen Scheibenwischer mehr, weil das Wasser alles abperlt. Hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Nach einem Jahr war dann der Spaß vorbei. Eine Nano-Versiegelung haltet auch nur 1 bis 1,5 Jahre. Dann wäscht die sich von der Leu wieder runter. Dann ist es weg. Die Glaskeramikversiegelung, die durch die Verbindung eingeht mit der Oberfläche, deswegen können wir auch 5 Jahre Garantie geben, haltet uns jetzt wieder 6 und 7 Jahre. Mhm. Das mit dem Abhellen von der Scheibe, das funktioniert, aber erst bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Und dann kommt es immer darauf an, wie steil das die Scheibe steht. Mhm. Wie dann das Wasser abfließen ganz kann. Ganz genau, ja. Das heißt, ihr habt hier nanoveredelung.com stehen. Das ist der Firmenname. Aber im Prinzip habt ihr die höherwertige, genau, Glaskeramikversiegelung. Jawohl. Und der Gerd hat mir schon im Vorfeld gesagt, dass er nicht nur die höherwertige Glaskeramikversiegelung hat, sondern die gibt es in 7 oder 8 Härtegraden. Das geht los, also man darf sich Glaskeramikverhärtung nennen ab 2 Härtegraden und der höchste Härtegrad ist 9
Und 9H. Den verwendet ihr? 9H verwenden wir. Diamanta hat 10H an der Helligard. Und das Teure an der Glasversiegelung, oder was heißt das Teure? Teuer ist immer relativ. Das Kostspielige an der Glasversiegelung ist also nicht nur die Arbeit, die es benötigt, den ganzen Dreck wegzumachen. Denn der Dreck, der drauf ist, der wird versiegelt und bleibt dann auch. Der bleibt dann drunter, ja. Ja, und deswegen gab es hier einen ganzen Tag heute Arbeit für drei Personen, wohlgemerkt. Wir sind jetzt drei Personen heute gewesen, der ganze Tag, haben das Auto sauber gemacht und heute Mittag dann versiegelt und jetzt müssen wir durch stehen bleiben über Nacht und morgen früh nach dem Frühstück könnt ihr wieder weiterfahren. Dein Dreckwasser, ich habe da drüber alles hingestellt, das darfst du dann morgen mitnehmen, weil das brauche ich nicht mehr. Ja, das zeigen wir euch dann natürlich auch noch. Also es ist so, das Auto ist jetzt so sauber, wie es an der Auslieferung gewesen ist und es strahlt auch so blitzblank wie an der Auslieferung. Und deswegen ist es auch empfehlenswert, wer so eine Glaskeramikversiegelung ins Auge fasst, gleich am besten nach der Neuwagenauslieferung hierher fahren zum GATT. Je früher, desto besser. Je früher, desto besser und desto günstiger wird es auch. Ja. Und wenn wir beim Preis sind, es kostet nicht nur die Arbeitszeit ein Geld, sondern es kostet auch das Material, Mittel, das du verwendest. Mhm. Der Liter liegt über 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, man braucht jetzt zwar keinen Liter. Nein, aber dass man mal ein Verhältnis sieht, im Lader kann man Nanoversiegelung für ein Fläschchen für 100 Euro kaufen. Unser Flasch kostet halt über 1.000 Euro, dass man mal schon den Unterschied sieht. Ja, und das liegt eben daran, dass es einfach qualitativ das Hochwertigste ist, was es im Moment gibt. Und die Preise liegen, sage ich mal, bei einer Kastenware liegen bei 1.000 Euro. Und je nachdem, wie groß das ist, Wohnmobil ist, kommen halt ein paar Mark dann dazu, ein paar Euro. Und nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt. Je größer das Auto wird, desto mehr kostet halt. Man kann ja die Polster dann gleich noch mitmachen lassen. Man kann Fahrerhaus alles mitmachen lassen. Das ist alles eine Frage des Geldes und der Investition und auch der Nützlichkeit. Aber bei 1.000 Euro geht's los. Bei einem Neufahrzeug. Und je nachdem, wie älter das Fahrzeug ist und wie größer es ist, umso weiter geht es nach oben. Ruft einfach beim GATT an, lasst euch ein Angebot geben. Das steht unten, die Adresse, alles in der Infobox. Und dann gibt es noch eins dazu. Nachdem wir jetzt das Video hier gemacht haben, hat der GATT uns angeboten, dass jeder, der bis zum 31. Juli 2022 dieses Video guckt und einen Termin vereinbart bis zum 31. Juli, der bekommt dann auf den genannten Preis 10% Rabatt, wenn er sich auf dieses Video beruft. Genau. So, und jetzt haben wir noch ein paar Fakten dazu. Und der Gast bleibt dabei stehen und sagt mir, ob das Ganze auch so zutreffend ist. Also man muss sich merken, Glaskeramikversiegelung ist nicht gleich Nanoversiegelung, auch wenn hier Nanoveredelung steht. Es ist ein Nanoprodukt, aber Glaskeramik ist eine ganz andere Hausnummer als eine billige Nanoversiegelung. Genau. Die Glaskeramik, die der GATT verwendet, ist der Härtegrad 9, also das Beste, was es gibt zurzeit auf dem Markt. Es hält 6 bis 7 Jahre, wovon 5 Jahre Garantie gegeben wird. Das Auto kann danach normal gewaschen werden, es wird ja empfohlen, oder es langt aus mit destilliertem Wasser, weil es nicht kalkhaltig ist. Ja. Aber man kann auch ganz normal mit der Spritzdüse drüber fahren und die Verschmutzung, die doch irgendwo wo dann einmal hängen bleibt, dann einfach wegwischen, ist natürlich wesentlich einfacher zum sauber machen, als wenn das Fahrzeug nicht versiegelt ist. Wir nehmen nur Mikrofasertücher zum Putzen und dann immer stücklesweise putzen, zum Beispiel die 3 Quadratmeter feucht runterreiben und trocken nachreiben und dann das nächste Stück machen. Und so bringen Sie das Auto in einer guten Stunde, ohne Viertelstunde, unterum sauber. Mhm. Es ist für jedes Wohnmobil geeignet, ob groß, ob klein, ob alt oder neu. Es ist nur so, umso neuwertiger das Fahrzeug ist, umso leichter kriegt man es sauber. Und wenn ein Fahrzeug kann nur dann versiegelt werden, wenn es auch absolut sauber ist. Genau. Also, wer ein neues Fahrzeug kriegt, kann sich das überlegen. Jawohl. Also, und wenn ihr das Ganze versiegeln lassen wollt, dann wendet euch an den GATT. Warum an den GATT? Erstens, weil der Mann Erfahrung hat, weil er sauber arbeitet und weil er an einem schönen Ort in Deutschland ist, nämlich in Karlsruhe, bei Karlsruhe in Elchesheim-Illingen, am wunderschönen Rhein gelegen, bei den Rheinauen. Während das Fahrzeug versiegelt wird, könnt ihr einen schönen Fahrradausflug machen, so wie wir euch das in einem separaten Video zeigen. Und
Stellplätze gibt es hier genügend. Gibt es, wir finden was, ja. Ja, da gibt es also jede Möglichkeit. Am Rhein selber dürfen wir nicht ganz frei stehen, aber es gibt offizielle Stellplätze hier. Und wenn ihr mal gar nichts findet, dann stellt ihr euch beim Gerd einfach am Hof. Das und geht. Wenn ihr versiegelt, das dann zu uns hoch. Ja, ist kein Problem. Also wir hoffen, das war interessant für euch. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn etwas offen geblieben ist an Fragen, dann ruft einfach beim Gerd an und stellt die Frage, er gibt keine Auskunft. Selbstverständlich. So, Ossi, da steht das gute Stück. Ja, und er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Da glänzt alles nur noch. Es ist eine richtige Freude, das Fahrzeug jetzt anzuschauen. Also für mich macht es fast den Eindruck, als wenn wir den gerade abgeholt hätten. Wir zeigen euch mal, wie das Fahrzeug jetzt glänzt. Also es ist echt phänomenal, was für ein Glanz dieses Fahrzeug hat. Und das Gute ist, das Ganze wird jetzt konserviert und bleibt auch erhalten, dass man das immer wieder relativ einfach in diesen Zustand versetzen kann. Freut sich sogar der Hundi. Nacho? Ja. Ja, okay. Also für uns bis jetzt eine lohnende Sache. Jawohl. Und wie das dann in der Praxis sich fortpflanzt, das erfahrt er. Wir werden in den nächsten Jahren immer wieder davon berichten, denn den Gustl, der begleitet uns ja jetzt die nächsten Jahre weiterhin. Aber auf jeden Fall, jetzt, wo er wieder so glänzt. Zusammengefasst die Vorteile der Glaskeramikversiegelung. Verschmutzungen wie Fliegendreck oder Vogelkot lassen sich sehr leicht entfernen. Der Autolack, aber auch GFK, ist vor Verfärbungen ein ganzes Stück geschützt. Der Wiederverkaufswert eines gepflegten Wohnmobils ist natürlich deutlich höher als der eines ungepflegten Wohnmobils. Durch die deutlich härtere Oberflächenbeschichtung ist natürlich auch der Lack vor Kratzern etwas geschützt. Der einzige Nachteil, der uns dazu einfällt, ist, dass diese Versiegelung nach 6 bis 7 Jahren wieder erneuert werden muss. So, das war Premiere heute, oder? Das erste Mal in der Werkshalle geschlafen. War aber sehr ruhig, muss man wirklich sagen. Sehr ruhig und ein wenig stinkig, ja, also frische Luft ist angenehmer. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist ja so, das Fahrzeug ist ja gestern versiegelt worden und das muss dann 12 Stunden ruhen und deswegen hat man hier die Möglichkeit, in der Halle zu übernachten. Wir waren alleine da, wir haben uns sagen, dass manchmal sind auch 2 Wohnmobile da, dann hat man ein wenig mehr Unterhaltung, aber wir haben es uns trotzdem gemütlich gemacht, soweit es ging. Naja, wie man das halt in einer Werkhalle sich gemütlich machen kann. Genau, aber jetzt kommt dann gleich der Gustl raus. Und dann fahren wir versiegelt los und werden euch die nächsten Jahre berichten, was es mit der Versiegelung auf sich gehabt hat. Wir haben ja schon mal eine Versiegelung machen lassen, habe ich ja schon erwähnt, damals bei K-Glas. Und es war ja nicht so das Gelbe vom Ei. Nee, aber das war ja nur eine Nano. Ja. und nur die mal, Scheibe. Dieses Mal war es mit mehr Aufwand, mit deutlich mehr Aufwand verbunden, das ganze Fahrzeug und wie gesagt mit 5 Jahre Garantie. Nochmals wollen wir darauf hinweisen, wer ein neues Fahrzeug hat, es lohnt sich halt sogleich, ein Neufahrzeug versiegeln zu lassen. Wenn ihr bis 31.07. einen Termin vereinbart, 2022, ja. Ja, dann bekommt ihr noch 10% Rabatt. Also auch für die, die im August, September ihr Fahrzeug bekommen, ruft an, macht einen Termin aus. Ja, und natürlich Ursi Helle erwähne, sonst nützt der ganze Rabatt nichts. Ja, auf das Video halt beziehen, ja. Ja, ja. Und ja. Jetzt habe ich dich durcheinander gebracht. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Aber das ist ja nichts Neues, ja. Ja. Ich schaue die Ursi an und bin schon durcheinander. Ja, so ist es halt. So soll es sein. Ja, also auf jeden Fall, wir werden berichten, wie das Ganze gelaufen ist. Und ja, die Preise sind fix, wollte ich sagen. Also es gibt eine Preisliste, aber man kann das nicht pauschal sagen. Nein. Ihr ruft einfach den Gerzeider an, der nennt uns, schildert Ihnen die Situation. Neufahrzeug ist auf jeden Fall billiger als ein gebrauchtes Fahrzeug. Und frisch gewaschen und so weiter ist alles, der Aufwand eben etwas niedriger.
Ja, aber das haben wir ja alle schon erklärt. Doppelgenäht hält besser. Ja, und außerdem wollen wir halt auch ein bisschen was erzählen. Ja, ja. Also, in dem Sinne, seien uns nicht böse, wenn wir zu viel erzählt haben. Ja. Ja. Aber ich hoffe, die Informationen waren nützlich. Wir verabschieden uns jetzt ganz still und leise. Ja, genau. Macht's gut und ja. Lasst euer Fahrzeug versiegeln. Ja, vor alle Dinge. Er glänzt. Er ist so schön anzuschauen. Ciao. Tschüss. We'll be right back.